Oh mein Gott. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu UFF. Ich bin hier mit Leonie. Jo! Jo, erstmal hallo. Ich kenne die Leonie von Bumble. Mhm. Bumble Friends. Genau, Bumble Friends. Und kennen uns seit August circa. Mhm. Ja. Findest du es gerade awkward, oder? Okay. Genau, und ich glaube, wir haben uns dieses Jahr, also wir haben uns letztes Jahr zweimal so getroffen und dieses Jahr wird es auf jeden Fall mehr. Ja. Genau. Willst du dich noch vorstellen? Sure. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ja, alles gut. Okay. Ich bin Leonie, 22 seit kurzem. Party, Party. Ist so. Ja. Ja, ich studiere. Was studierst du? Eventmanagement. Genau. Hier in Gießen. Sehr geil. Ich weiß nicht, was erzählt man noch? Hobbys? Ja, Hobbys. Was für Hobbys hast du denn? Ja. Singen, Gitarre spielen, lesen. Geil, was für Bücher liest du gerne? Thriller. Ah, ey, same. Psychothriller. Ja. Von Sebastian Fitzek zum Beispiel. Also es ist, ja, ist mein Go-To. Okay. Ja, von dem habe ich nur eins bisher gelesen. Welches? Aber das Paket. Ja! Okay, ja. Okay, never mind. Okay, ja. Mhm. Aber sonst ja einfach ganz blutrünstig und ganz schlimm. Da bin ich eigentlich ja so ein Schisser, aber da finde ich es gut. Ja. Ja. Geil. läuft. Ich trinke mal kurz was. Ja, sonst bin ich jetzt im Gym. Oh, ja, stimmt. Und ich ziehe noch durch. Also es war nicht nur so ein Januar-Ding. Genau, sondern es ist ein Live-Ding. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Die haben da einen Boxsack. Da haben wir ja drüber geredet. Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, so ist es. Geil. Ich bringe ja normalerweise immer Funfacts mit. Hast du irgendeinen Funfact über dich? Funfact über mich? Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob die so fun sind, die Facts. Ja, sie müssen doch nicht mal fun. Hast du irgendwelche Fakten über dich, die Leute wissen sollten? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich schon entwickelt. Mhm. Ziemlich. Ja. Von so richtig kacke. So, jetzt eigentlich okay. Okay, gut. Ja. Also, weil manchmal sagt man ja so, ja, keine Ahnung, wir hätten uns bestimmt früher schon gut verstanden oder so. Mm. Haben wir uns in der Schule kennengelernt. Mhm. Also, wenn ich jetzt gerade an uns denke, ja, weiß ich gar nicht. Also, wie warst du in der Schule? Ich war, also, von der ersten bis zur vierten war ich schon sehr so Tomboy-mäßig. Mhm. So. Und hab eigentlich, also hab viel mit den Mädchen gemacht und viel mit den Jungs einfach, keine Ahnung. Also ich würde sagen, ich hatte mehr weibliche Freundinnen als männliche. Mhm. Und ich glaube, erst so ab der 10. hat sich das so richtig verändert, würde ich sagen, weil ich da auch die Klasse gewechselt habe. Mhm. Ich war nicht sehr schüchtern, also ich wusste schon, was ich will und so. Ja. Aber so in der Klasse war ich schon so eher die schüchterne Person und sehr respektvoll und so. Mhm. Und war halt so, ja, sehr naiv. Ich war sehr naiv. Ich bin immer noch, glaube ich, naiv. Aber nee, in der Schule war ich wirklich so naiv as fuck und wusste nie so richtig, was hinter den Kulissen bei manchen abgeht. Mhm. Und ich habe dann von einer Freundin mal erfahren, dass, weil ich halt so brav war, niemand mir immer irgendwelche Sachen sagen wollte. So, und deswegen... Mhm. Ja. Okay. Genau, also so war ich drauf. Wie warst du drauf? Ach. Also. Okay. Also, aha, im Kindergarten, da hatte ich so meine Hochphase. Da war ich in so einer Jungsgang, das einzige Mädchen. Mhm. Und dann war ich so, ne? Mhm. Ja. Ja. Und dann habe ich da auch meinen ersten Kuss gehabt. Das will ich aber nicht zählen, aber sure. Und dann kam so 10 Jahre, nee, länger, 15 Jahre? Keine Ahnung. Bis basically jetzt gar nichts mehr. Mhm. Und ich war so richtig desperate. Mhm. Also wirklich, hat mich so ein Typ angelächelt, weil ich so, okay, that's you. Er will mich. Ja. Den will ich jetzt auch. Ist so. Ja. Okay. Also ich war einfach sehr darauf fokussiert. Mhm. Und deswegen, ja, nicht so angenehm, würde ich sagen. Woran hat das gelegen? So? Also warum? Ja.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Okay. Mhm. Ich muss kurz aufessen. Okay, alles gut. Also ich glaube, oder ich weiß auch, dass ich halt dachte, ich bin nur dann wertvoll, wenn irgendjemand da ist, der mir halt sagt, dass er mich liebt oder so. Weil es nicht ausreicht, wenn ich mir selbst das sage. Ja. Aber so kann man natürlich keine Beziehung eingehen. Ja. Also das ist ja, nee. Ja. Ja. Und dann hatte ich so mein Outing. Dann wurde mir so bewusst, okay, es sind nicht nur Männer so. Ja. Alles, ich würde alles... Das klingt nicht gut. Nein, okay. Ja. Ja, ne? Absolut. Ja. Und dann, weiß ich nicht, dachte ich so, ja, ich brauche ja eigentlich auch niemanden. So, ich bin ja genug. So, ich selbst. Ne? Ja. Und dann hat sich das eigentlich gut gelegt. Mhm. Ja. Jetzt gerade, weiß ich nicht. Mhm. Drifte wieder so ein bisschen rein. Aber, ja. Okay. Okay. Ich habe hier jetzt gerade ganz viele Fun Facts. Oh. Aber ich habe jetzt einfach random eins genommen. Ich nehme zwei. Also... Das ist jetzt in Englisch, tut mir leid, ich habe es jetzt nicht übersetzt. Wrapping your legs in cabbage can relieve joint pain. Arthritis. Entschuldigung. Arthritis, inflammation and swelling. Also Cabbage, wer das nicht von Avatar The Last Airbender kennt, das ist das ist nicht Blumenkohl, aber das ist irgendein Kohl oder Kohl, so. Ja. Und soll anscheinend sehr gesund sein für Gelenkschmerzen. Und so weiter und so fort. Ja. Und Anschwellungen und so. Okay. Wenn man das drumherum wickelt, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, aber probiert's aus. Das zweite ist, sleeping with a pillow between your legs may help reduce back and hip pain, improve posture and keep your spine aligned. Also es ist anscheinend gut für die Haltung. Bin ich mir auch nicht so sicher. Das ist von Blow Mind Facts. Von Instagram und nicht Mind Blown Facts. Das ist schon sehr sus. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber probiert's aus. Wie schläfst du denn? Mit, boah. Und klammerst du irgendwas, oder? Ich wünschte. Nein. Nein, schon. Nein, schon. Auf dem Bauch. Also manchmal auf dem Bauch, also jetzt gerade, wenn ich meine Tage habe, habe ich immer Schiss, dass dann das nach vorne läuft und dann lege ich einfach also es ist meistens so, wenn ich auf dem Bauch liege, deswegen muss ich dann irgendwie eine Position finden, damit ich nicht ganz auslaufe, so dass, wenn das Tampon einfach voll gesifft ist und auch meine Sicherheitspads, dass nichts irgendwie, weil ich meine, ist ja auch eine Flüssigkeit, die einfach überall hinlaufen kann. Ja, klar. So. Aber sonst schlafe ich eigentlich wirklich auf dem Bauch, was aber anscheinend nicht so gesund sein soll. Weiß ich nicht, juckt mich aber eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt zurzeit versucht, einfach auf meinem Rücken zu schlafen, so richtig gerade und so. Ich finde es mega ekelhaft und auch mit Kissen. Aber ich habe gemerkt, dass einfach mein Hals, seitdem ich mit Kissen schlafe, also so auf, so, weil es soll ja eigentlich soll voll gut sein für die Atmung und so, aber ne, ist einfach scheiße. Sure. Und manchmal schlafe ich auch mit meinen Händen zwischen meinen Beinen. Also so das, von wegen, das irgendwie tut es, ist es so bequem, einfach, dass ich, weil mir ist immer mega kalt und dann dadurch wird es mir irgendwie, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ansonsten, ja, manchmal mit Kissen zwischen den Beinen, manchmal. Aber das auch nur, wenn ich irgendwie, I don't know, also selten. Aber ich glaube, ich brauche mal so ein riesiges, flauschiges Ding. So, weißt du, ich glaube, das tut immer gut. Ja. Fun Fact, ja? Ich habe mal so ein Ding gebastelt quasi. Echt? Ja, da war ich auch sehr desperate. Oh mein Gott. Dann habe ich einfach, ich weiß nicht, von meinem Dad oder meinem Bruder, keine Ahnung, also so einen aussortierten Pulli, so einen recht großen. Und da habe ich den halt gestopft mit Kissen und Decken. Geil. Und dann habe ich mich da so rangekuschelt. Oh. Ja, aber es war schon traurig eigentlich im Nachhinein, aber ich habe auch nicht gut geschlafen. Okay, ja. Irgendwie, und ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ob das so an den Matratzen liegt oder so, wie man besser schlafen kann oder so generell. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie, zum Beispiel in der Schule, wir hatten da so einen OBK-Raum, also einen Oberstufenraum. Und da hatten wir so voll viele versiffte Couches, aber da konnte ich wirklich so gut schlafen. Ich habe da auch sogar gesabbert. Und wenn ich sabber, ey, dann ist man ja voll komplett relaxed. Ja. So. Deswegen, I don't know, ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, aber sonst mache ich immer Embryonalstellung. Oh ja. Ich kaum nicht. Ja, nee, das fühle ich. Ja. Wie geht's dir denn jetzt gerade so? Du hast am Anfang gesagt, dass du nervös bist. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös. Mhm.
geht aber eigentlich. Okay. Ja. Hast du schon mal sowas gemacht? Nee. Okay. Also ich hatte tatsächlich selbst überlegt, sowas zu machen. Ja, geil. Aber ich dachte mir dann so, interessiert das jemanden? Locker bestimmt. Freunde. Ja, ja. Die Freunde sind deine einzigen Fans. So ist jedenfalls bei mir. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich so Fans sind. Also klar, Leute hören sich vielleicht an. Ich hab jetzt von einer Freundin gehört, die hört sich den Pod an zum Einschlafen. Habe ich gestern auch gemacht. Ey, anscheinend... Ich dachte, ich muss mich so vorbereiten. Ja, aber anscheinend tut es ihr wirklich gut, einfach den zum Einschlafen zu hören. Und ich glaube, das muss ich jetzt auch noch in die... Beschreibung reinschreiben, dass dieser Pod einfach gut für Einschlafen ist. Ja. Weil, ja, anscheinend doch, fühlt man sich da schon sicher. I don't know. Doch. Ansonsten, ich musste ja gerade das Kabel holen und ich habe mir so gedacht, mir kam da so eine Frage auf, die ein Freund mir mal gestellt hat, in einer sehr schwierigen Phase, wo ich mir so gedacht habe, so, ich habe dafür für diese Fragen keine Zeit. Okay. Aber egal. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Also ich habe eigentlich schon einen Masterplan für mein Leben. Okay. Also ich finde die Frage jetzt nicht so schlimm. Okay, ich fand die echt scheiße. Ja, aber... Ja. Ja, also in einem halben Jahr, also ich habe noch ein normales Semester und dann habe ich Praktikumssemester und das will ich gerne bei Vino Kido machen. Kennst du das? Yo! Ja. Krass. Da kann man Eventmanager sein. Krass. Wusste ich auch nicht. Also wusste ich erst dann vor kurzem, habe ich es rausbekommen. Mhm. Ja, da das Praktikum machen, da die Bachelorarbeit schreiben, da übernommen werden, da arbeiten. Läuft. Das wäre so der Plan. Und ganz viele Kleidung bekommen irgendwie. Ja, die haben da so einen Mitarbeiter... Rabatt. Nee, die haben so einen Kleiderschrank im Büro, wo dann so jeder... Ja, dachte ich mir auch. Und die haben auch so Office-Stocks und so. Yo. Also, eine Smoothie-Bar. Also, Junge. Ja, das dachte ich mir auch. Ich bin sehr gespannt. Das ist schon ziemlich nice, also... Ja, ich bin auch gespannt, ob das was wird. Oh. Das wäre schon sehr nice, ja. Oh. Aber du fandest die schwierig, die Frage. Ja, er hat mich das halt gefragt, als ich angefangen habe mit meinem Studium mit Tiermedizin. Und da war ich so, ja, safe, ich werd Tierärztin so. Ja. Und weil wir haben halt, er ist halt so, also jetzt hat er seinen Bachelor und hat BWL studiert und hat halt wirklich halt angefangen mit so Producen und so. Mhm. Und da haben wir am Anfang echt so, ich würde jetzt sagen, nicht viel gemacht, aber wir haben uns halt getroffen, um die da zu schreiben und so. Mhm. Dann war der so, ja, wo willst du denn in 5 Jahren mit der Musik sein? So, also, weil er ist jetzt gerade da, wo ich eigentlich sein will. So von wegen, er zieht nach Berlin und verfolgt halt so seinen Traum als Producer. So, weißt du, ich meine, so mit Musikern und so. Und Musik ist schon sehr geil, aber, also ich will jetzt nicht sagen, es gibt so viele Musiker und die haben halt ihr Ding und die werden erfolgreich und so. Das ist nicht mein Plan, sondern mein Plan ist einfach so, trotzdem immer noch Spaß mit meiner Musik zu haben und einfach nur das zu produzieren oder das zu erstellen oder zu kreieren, was ich fühle und mich nicht irgendwie unter Druck zu setzen, was gerade die Welt bewegt, sondern was mich eher bewegt, was vielleicht egoistisch ist, aber egal. Damit vielleicht, auch wenn es wenige sind, damit trotzdem irgendwie Leute erreichen, die das gerade brauchen. Mhm. Aber ich habe mich halt noch nicht in dem Bereich gesehen. Jetzt sehe ich mich auf jeden Fall mehr in dem Bereich und wenn ich jetzt sagen würde, ja, wo siehst du, wenn ich mich jetzt selbst fragen würde, wo sehe ich mich in 5 Jahren, ja, vielleicht fertig mit meinen Studiensachen und dass ich halt mich einfach kreativ Leute erreichen kann und denen irgendwie dadurch weiterhelfen kann, I don't know. Ja, aber das wusste ich halt noch nicht, also... Jetzt bin ich mir auf jeden Fall viel sicherer, so. Nur da war es halt ziemlich schwierig. Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber, warte. Ich hatte noch eine Frage, nur ich weiß nicht, ob es zu früh ist. Irgendwie steigen viel zu früh in irgendwie voll die... Ja, das war mir eigentlich klar. Also, ja, ist Mord, was? Kann ich auch einfach nicht. Oh, same! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was ich immer das mache. Ich fühle es. Ich fühle das so hart. Also ich kann jetzt auch sagen, die Sonne scheint. Ja, nee. Ein schöner Tag. Aber interessiert dich das dann auch nicht, wenn du zum Beispiel neue Leute kennenlernst und die versuchen erstmal so Smalltalk aufzubauen? Das interessiert ja einen eigentlich. Also als Mensch, der so Deep Talk mag oder halt dadurch die Leute besser versteht oder einfach dadurch mehr drüber, also viben kann. Ja.
Würdest du sagen, es interessiert dich dann nicht, klar, die, nicht Deep Talk, sondern Short, hä, was? Small Talk. Short Talk, Alter, ciao. Ja, also meistens interessiert es mich wirklich nicht so. Also, ja, dann bin ich einfach ein bisschen abgeturnt so. Ich hatte nicht so Bock auf das Gespräch, nee. Und ich weiß dann auch nicht, also, nee. Aber ich glaube, ich gehe auch meistens zu früh, zu tief. Aber... Denkst du, das schreckt die Leute ab? Das ist mir eigentlich egal. Okay. Also, wenn es Leute abschreckt, dann sind es nicht die richtigen Leute, denke ich mir so. Keine Ahnung. Weil mir ist das schon wichtig bei Freundschaften, dass man halt, ja, über das alles so reden kann. Und ich meine, klar, man kann dann auch, was so im Leben abgeht, das kann ja ein Smalltalk oder Deep Talk, wie auch immer sein, aber... Was ist denn für dich Freundschaft, wenn wir jetzt so über Deep Talk reden? Also, ich finde es schön, wenn man keinen Filter haben muss bei Leuten. Dass man einfach sagen kann, was man denkt, ohne so zu überlegen. Kein Tabuthema. Ja, und auch so, weiß nicht, ich habe das öfter, wenn ich mich halt nicht so wohl fühle, dann überlege ich so, ja, wie formuliere ich das jetzt? Ja, wie sagt man das richtig? Oder was auch immer. Klingt das blöd? Klingt das cool? Aber, ja, bei richtigen Freunden einfach dann labern können, so. Ja. Alles, was einen so in den Kopf, denke ich. Fühle ich. Also, ich habe auch schon mal mit einem Freund drüber geredet, so... auch über Deep Talk so und was Deep Talk eigentlich wirklich ist und ob man wirklich dann die Leute besser kennenlernt oder ob man dann erst richtig oder ich weiß gar nicht mehr. Also jedenfalls haben wir drüber geredet und ich habe schon gemerkt, dass ich es mehr mag, einfach zu Deep Talken, einfach weil ich das Gefühl habe, die Leute vertrauen mir oder sie fühlen sich sicher oder sie lassen mich mehr in ihre Person rein. Ja. Weil... bei so, also wenn man Leute kennenlernt, klar, da kommt dann halt so Smalltalk. Nicht Shorttalk, ich denke die ganze Shorttalk, Alter, Talk. Smalltalk dabei raus, weil man halt sich noch nicht kennenlernt, aber also man kann ja auch nicht einfach raushauen so, yo, kackst du auch gerne? Also doch, kann man eigentlich schon, also das, so bin ich eigentlich schon drauf. Okay, also so bin ich, also ich weiß nicht, warum das immer dieses Thema ist über Kacken und so, aber es ist schon ein sicheres Thema so. Darüber rede ich zum Beispiel gar nicht. Oh mein Gott. Also. Da weißt du jetzt schon, was ich dich fragen werde. Okay. Also, sure. Nee, also ich weiß nicht, das Thema kommt auf jeden Fall immer bei mir raus. Oder, also, was ich, das habe ich auch schon in anderen Episoden gesagt, was ich auch gerne immer frage, ist, was hast du heute geträumt? Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll mit der Person, die ich noch nicht kenne, so, weißt du, ich meine, dann frage ich direkt das und dann von dem Standpunkt aus entwickelt sich dann irgendein Gespräch, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Genau, aber ja, ich finde irgendwie, ja, Deep Talk ist einfach so, das ist so der Kern vom Menschen. Aber vielleicht labere ich auch nur Scheiße. Nö, ich denke schon. Ja. Ja. Genau. Genau, jetzt kurz zur Kackfrage. Stehst du beim Abwischen oder sitzt du? Ich stehe. Ja, ich auch! Macht das Menschen wirklich im Sitzen? Ja! Ja! Finde ich weird. Aber. Okay. Ja, genau. Also, ich will jetzt niemanden verurteilen. Ja, so. Klar. Ist okay, aber. Nee. Ja, okay. Ja, okay, das war ja noch. Ist ja noch okay? Das war okay. Okay, wenn du ein Schiss wärst, welcher Schiss wärst du? Was gibt's denn so für. Also, hau raus, was gibt's alles es so? Es gibt so den Goldschiss, den, wo man nicht abwischen muss. Es gibt den Schmierschiss, der so richtig annoying ist. Dann gibt's den Mega-Schmierschiss, den, wo du die ganze Zeit wischst und wischst und wischst und es gibt einfach kein Ende. Gold. Und du denkst dir so, bruh, ich muss wieder Toilettenpapier einkaufen. Und dann gibt's den Vogelschiss, der so, so. Der küsst so kurz dein Anus und dann kommt einfach so raus. Ja. Dann gibt's den, oh mein Gott, es wird riesig Schiss, aber dann ist es nur so ein kleiner Pups Ziegenschiss. Dann gibt's den, oh mein Gott, was ist das denn für ein Schiss? Wo man sich denkt, so hat es sich aber nicht angefühlt und es ist dann so noch. Jedenfalls, ja. Also ich glaube, ich bin dann das Vorletzte. Also mit dem man denkt, es wird richtig groß, und dann ist es so gar nichts. Ja. 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 Doch. Okay. Das geht geil. Okay. Interessante Frage. Ja, voll. Da war ich nie drauf vorbereitet. Ja, geil. Ja. Ansonsten, dann stelle ich dir auch die typische Frage, was hast du denn heute geträumt, wenn du dich noch dran erinnerst? Ich glaube, ich habe heute nichts geträumt.
Aber, Fun Fact, ich habe oft sehr realistische Träume. Also realistisches Setting und auch realistische Personen. Also Personen, mit denen ich wirklich was zu tun habe, die dann auch sehr realistische Sachen sagen und tun. Ja. Und dann wache ich auf und frage mich, habe ich das geträumt oder ist es gestern passiert? Ah. Und es ging schon so weit, dass ich dann Leute fragen musste, ob die das gemacht oder gesagt haben. Und die waren so, nein, wow, das ist nicht passiert. Oh mein Gott, okay. Ja, weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Ja. Vielleicht passiert es noch. Ja, vielleicht. Hm. Ich denke, ja, weiß ich nicht. Aber. Würdest du das wollen, dass deine Träume sich in echt verwirklichen oder eher nicht so? Nee, ich glaube meistens eher nicht. Also ich habe manchmal auch so, so Träume, da passieren dann schreckliche Dinge und dann wache ich auf und dann mache ich mir so einen Masterplan, wie ich da so Survival-Mode, ja, wie ich das so machen würde. Ja. Ja, ist bestimmt auch gesund, aber ja. Ja, voll. Das gibt's auch. Wie ist es bei dir so mit dem Träumen? Boah, manchmal... Hast du heute? Ich habe heute... Nee, heute habe ich gefühlt nichts geträumt. Glaube ich zumindest. Aber zurzeit habe ich sehr oft so Déjà-vus. Und das nervt mich ein bisschen, weil ich mir so denke, so... Okay, ich weiß, dass es ein Traum... Also ich glaube, es war ein Traum. Passiert es gerade alles echt? Also verwirklichen sich gerade meine Träume? Also das hatte ich einmal... So kam ich zu meiner Schule. Also ich habe die Schule von Wiesbaden nach Darmstadt gewechselt. Und als ich... Ich wollte eigentlich gar nicht wechseln. Meine Mutter war die ganze Zeit so, ja, dann kannst du dein NC verbessern, bla bla bla. Also ich habe gar keinen Bock. Und dann habe ich halt so geträumt, dass alles gut wird in der nächsten Schule und so. Und dann war ich so, okay, ich wechsle. Ich wechsle sofort. Also irgendwie, und so war es dann auch, dass die Klasse, in der ich reingekommen bin, das war einfach wirklich das beste Erlebnis so. Und da konnte ich mich auch nochmal so richtig verwirklichen, auch im Künstlerischen und so, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich konnte mich einfach voll ausleben. Und ja, dann gibt es auch noch so andere Träume, wo ich mir so denke, so krass, okay, cool. Ich lebe jetzt gerade diese Sachen, aber ja. Also, die verwirklichen sich aber erst später, so im Nachhinein. So. Aber manchmal habe ich echt so Déjà-vus, wo ich mir so denke, fuck, oha, hä? Also, ich verstehe es dann nicht. Okay. Ja. Deswegen frage ich immer gerne die Leute, ja, und was hast du heute geträumt? Ja, ist ja auch spannend. Ja. Ja. Definitiv. Wenn wir jetzt weiter rutschen, so. Also, ich habe eine Sache. Ja? Weil du ja gemeint hast, dass ich dann, ja, dass ich deine Träume verwirklicht habe. Ach so, ja. Geht dir das auch so? Weil bei mir ist eigentlich auch so, im Moment denke ich mir so, ja, ich habe eigentlich alles, was ich immer wollte. Es läuft alles super. Zufrieden bin ich trotzdem nicht. Ja. Ist das bei dir auch so? Das weiß ich nicht, dass du das nicht so richtig genießen kannst oder akzeptieren kannst oder dich darüber freuen kannst, dass Sachen dann doch in Erfüllung gegangen sind? Weil du dann trotzdem immer weiter, weiß ich nicht, immer neue Sachen findest, die, ja, wo du denkst, ja, aber das läuft noch nicht oder das ist doch nicht so. Aber du verstehst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Okay. Ja. Ich glaube, manchmal habe ich sowas, definitiv. Zurzeit ist so mein Motto, mein neues Motto, no regrets und einfach zufrieden sein mit meinem Handeln. Ja. So egal in welche Richtung meine Entscheidungen gehen, trotzdem zufrieden zu sein, das zu akzeptieren und wenn es mir nicht gefällt, dann einfach ändern, weil ich das kann. So, ja. So jetzt zum Beispiel auch mit dem Job oder, keine Ahnung, mit meinem Crush oder so, keine Ahnung, so Sachen. Das habe ich dann irgendwann in die Hand genommen und einfach gemacht und was dabei rauskommt, ist dann halt, was dabei rauskommt, so. Ich glaube, also ich hasse es, wenn man sagt, zufrieden kann man nie werden, weil das kommt, glaube ich, einfach an der Ausrichtung, also wie man sich selbst positioniert. Man kann, warte, ein anderes Wort für nicht zufrieden sein. Also man kann halt immer mehr Sachen wollen oder halt Sachen verbessern wollen. Also so dieses Gefühl von, okay, irgendwie fühle ich das noch nicht so sehr. Es ist noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich es will. Deswegen will ich es trotzdem verbessern oder weitermachen oder verändern. Also ich glaube definitiv, dass es bei mir genauso ist, dass ich halt irgendwie mir so denke, okay, Sachen können immer besser gemacht werden, als sie gerade sind. Ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, die halt einfach, wo das Hirn einfach immer weiter rattert. Also klar, so bei anderen Leuten auch, aber manche können es halt auch einfach abschalten, was ich halt nicht so verstehe.
wie die das schaffen, ja. weißt du? Ja. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme da keine Ruhe. Also ja. in den Sachen, die ich dann entscheide oder die ich mache oder keine Ahnung. Und dadurch blockiere ich mich auch irgendwie selbst, weil ich halt dann keine Ruhe habe. Und wenn ich dann mal kurz zur Ruhe gekommen bin, ist es meistens aber auch nicht in so, also meistens ist es dann nicht hier. Also weißt du, ich meine, meistens ist es dann, wenn ich in anderen Ländern bin oder so. Ah. Also meistens ist es wirklich so, wow, ich bin gerade ohne Sorge. Also ich lebe gerade einfach nur. Ja. Ich mache einfach nur. Wie kommt's? So, das war in Tansania so, da war ich, habe ich Volunteer für 6 Wochen gemacht. Und auch wenn so einfach die Kultur, ich habe schon so einen Kulturschock bekommen und so, aber ich habe einfach gemerkt, wie stressfrei diese Menschen sind. Auch wenn sie irgendwie Probleme haben, trotzdem löst sich am Ende irgendwie trotzdem alles. Also bei uns natürlich auch, aber wir, ich habe das Gefühl, hier so ist es einfach so, dass man viel zu sehr auf das Negative fokussiert ist und oder halt auf seine eigenen Probleme und so, was natürlich okay ist. So, es ist dein Problem und du kannst auch mal so einfach sagen, scheiße, Mann, aber die fokussieren sich halt gar nicht so richtig darauf, sondern sie fokussieren sich eher so darauf, dass trotzdem alles andere läuft und das wird schon am Ende des Tages funktionieren. So. Und so so läuft es dann ab. Also, und das finde ich halt irgendwie schön. Und da war es halt wirklich so, dass ich null Stress habe. Ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich war zufrieden. So, es ist so krank, einfach zu sagen, ich war zufrieden, weil, also, und dieses Gefühl einfach von nicht so viel Stress zu haben. Also, es war das Gefühl ohne Angst, ohne Zeitstress, so ohne irgendwie sich Sorgen zu machen, oh, wo kriege ich jetzt irgendwie, habe ich genug Geld für Essen oder habe ich genug Geld, um mit Freunden rauszugehen oder was immer auch, sondern es war einfach das Gefühl so, ey, ich lebe gerade einfach, ich mache gerade einfach, ich lerne neue Leute kennen, so ich gehe auf Leute zu, ich lerne neue Sprache und man denkt sich so, ja, geil, also wie einfach eigentlich, also es war einfach ein einfaches Leben und ich glaube, weil man halt jetzt so geprägt ist von, boah, ich will eine Karriere haben, ich will das und das haben, dadurch entsteht eigentlich dieser ganze Stress. Ja. So, wenn man einfach so sich, klar, für manche Leute denken so, einfaches Leben ist doch voll boring, ist doch voll bescheuert, hä? Nein, das ist eigentlich das Schönste, was dir passieren kann, so. Ja. Deswegen, also ich versuche, glaube ich, jetzt gerade einfach nur mehr Richtung einfaches Leben zu gehen. Das heißt auch, dass ich mich auslebe, mich nicht so viel stresse. Klar, ist so einfach gesagt, aber... Und einfach, ja, wie gesagt, no regrets und einfach zufrieden sein mit dem, was ich habe, so. Ja, ich finde auch, man kann eigentlich dann auch mal so ein bisschen runterfahren und sich sagen, so, ja, cool, was jetzt gerade so alles hier ist und ich fühle mich gut damit und ich muss mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Voll. Gerade ist doch alles gut. Voll. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel bei uns, wir machen uns ja viele Gedanken über so... über so emotionale Sachen und so. Und wir haben ja auch zurzeit so Situationen, wo wir einfach so, womit wir gerade einfach so... Struggle. Bisschen. Und... Oh, scheiße, jetzt weiß ich schon, was ich sagen wollte. Warte, nein! Warte! Wir haben so Situationen. Meine Fresse. Ich kann es nicht fassen. Ja, lol. Ist einfach weg. Wie dumm. Aber es war ein schöner Einstieg. Ist so. Was, aber nee, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, dass man ja einfach mal so dann zufrieden sein kann. Sich keine Sorgen machen muss, weil gerade ist ja... So, technische Problem Nummer 2. So. Ja. Ja, egal. Ich habe es vergessen. Ich wollte irgendwie sowas anfangen wie, ja, wir haben ja gerade auch so unsere Struggles. Und ich meine, diese Struggles sind zwar gut zu haben, aber in diesen Struggles können wir auch versuchen, dass wir halt die Sachen einfach direkt ansprechen. Ja. So Kommunikation und so. Darüber haben wir eigentlich auch geredet, sodass wir die Sachen ansprechen sollen und müssen. Und damit wir halt auch dann einfach zufrieden sein können. Ja. So. Ja, ich versuche das gerade. Also ich finde es, ich versuche gerade, meine Bedürfnisse und Gedanken ehrlich und direkt zu äußern. Und sonst habe ich eher so Angst gehabt, das zu machen, weil ich dachte, ja, okay, vielleicht nervt das die Person oder ist es dann too much oder keine Ahnung. Weil man macht es ja schon so ein bisschen verletzlich, wenn man sagt, was man gerade will oder wie auch immer.
Und dann war ich eher so, weiß ich nicht, passiv-aggressiv, aber so auf so andere. Also so, weiß ich nicht, ich habe dann so ein bisschen rumgeheult, ein bisschen rumgedruckst, aber halt nicht so richtig das gesagt. Mhm. Das versuche ich jetzt einfach zu sagen. Mhm. Und dann muss ich halt mit der Antwort klarkommen, so. Ja. Und ja, sonst versuche ich halt auch mehr so im Moment zu sein. Ja. Also bewusst mitzumachen, so, ich bin jetzt gerade hier und mache das gerade, das fühlt sich so und so an und ich muss mir jetzt keine Sorgen um in 2 Stunden oder morgen oder was auch immer machen. Mhm. Ja. Ja, voll. Ja, nee, aber finde ich eine gute Frage, also einfach so, ja, ob man das hat, weil es gibt ja auch manche, die so sagen, so, nee, ich meine, ich habe nicht so ein Problem. Also, ja. Also manche sagen das ja und ich denke mir dann so, okay, ja gut, schön für dich, voll cool. Wie machst du das? Erzähl mir deine Geheimnisse so. Mhm. Aber es ist auch voll normal, dass, also finde, also oder man sagt, dass es voll die Normalität ist, halt das zu haben. Mhm. Ich glaube halt einfach, dass es durch die Gesellschaft schon so eingeprägt ist, dass es nur Normalität ist. Weißt du, ich meine, ich finde in anderen Ländern, also, ja, es ist halt einfach nicht so normal. Also, so, wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, so dort so Depressionen zu haben, gibt es auch, ja. Ja. Aber man redet nicht so oft drüber und ich habe manchmal das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dort war auch der Fokus nicht so darauf, so, wenn man jetzt irgendwie mental irgendwie am Ass ist, dass man einfach durchpusht, was natürlich nicht geil ist, aber hier wurde es zur Normalität, dass man mehr darüber redet und offener, aber jetzt fokussiert man sich halt wirklich einfach nur darauf, dass alles scheiße ist. So, also manchmal, nicht immer, aber du weißt, was ich meine. Es ist natürlich geil, dass man darüber reden kann, jetzt offen und so. Ist mega cool, aber es macht es auch zum Teil, also es ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob es dann dazu führt, dass man nie zu einer Lösung richtig kommt oder dass man nicht ganz wieder gesund werden kann, wenn man die ganze Zeit irgendwie... Ich weiß es nicht. Das denke ich mir. Ich kenne auch Leute, die Depressionen haben und so. Und ich glaube, es ist natürlich auch schwer, aber bestimmt haben die auch ihre Lösungen und ihre Arten, wie sie damit copen. Mhm. Und mit denen müsste ich dann auch mal drüber reden, so. Aber ja, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so leichte Depressionen hatte ich schon, aber ich würde das auch nicht Depressionen nennen, weil ich, keine Ahnung, ich dann irgendwie doch damit klargekommen bin. Ich glaube, ja, also, ich habe das Gefühl, Leute, die halt wirklich Depressionen haben, kommen vielleicht nicht so damit klar. I don't know. Ja, ich rede die ganze Zeit und denke mir so, fuck. Also, ja, also... Es war auf jeden Fall keine Schwere, aber schon. Also auch dann so teilweise, dass ich halt auch nicht in die Schule gehen konnte für ein paar Monate und so, also schon. Ja. Und ich war auch 2 Jahre, glaube ich, in Therapie. Mhm. Ja. Ja. Also ich finde es gut, dass man darüber reden kann. Ja. Aber ja, es stimmt. Also ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich dann halt dass ich dann halt erst frage bei Freunden, so, ja, kann ich dir jetzt das so sagen oder ist dir das too much gerade? Ja. Weil du natürlich auch Leute damit runterziehst. Ja. Oder runterziehen kannst. Mhm. Ja. 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 Wie fühlt sich denn Depression an? Ja, für alle unterschiedlich. Ja. Aber für mich war auf jeden Fall... dass ich halt nichts mehr machen konnte, weil sich alles ganz schwierig angefühlt. Also, keine Ahnung, mein Dad bringt das immer, weil der hatte auch Depressionen und war halt auch in Kliniken und so. Und da war es immer so, dass man dann irgendwann die Aufgabe bekommen hat, Pflanzen zu gießen. Und das wirkt auf einen so schwierig. Mhm. So, ich krieg das nicht hin, jetzt einmal die Woche die Pflanzen zu gießen, weil ich schaff das nicht. Ja, und so fühlt sich das an, dass man einfach... weiß ich nicht, zu schwach, keine Ahnung, einfach nicht in der Lage ist, das zu machen. Mhm. Ja, dann liegst du halt so rum. Und ja, weiß ich auch nicht, machst du eigentlich nicht so viel. Ja. Also, ich habe dann immer die Decke angestarrt und dann ja, lag ich da so ein bisschen. Ja. Und sonst halt einfach, dass man halt ja, traurig ist und halt auch
meistens ja gegen sich selbst so ein bisschen gerichtet ist, mhm. dass man sich selbst nicht so mag und so. Ja. Ja. Okay. Ja, nee. Ja. Ich habe mal von Jim Carrey, weil er hat auch über seine Depressionen geredet. Mhm. Und das fand ich eigentlich, also das fand ich wirklich cool, weil er dann halt für sich halt die Kunst entdeckt hat und so weiter. Mhm. Weil er halt auch schon davor, bevor er irgendwie geschauspielt hat, schon viel mit Kunst irgendwie zu tun hatte und so. Hat er halt über Depressionen geredet und dann meinte er halt so, Depression ist so the state of deep rest. Also von wegen, wenn man depressed ist, hat man eine tiefe Ruhe. Also man ruht sich gerade einfach sehr aus von allem und versucht sich halt irgendwie, versucht einfach gerade mit sich selbst klarzukommen und so weiter und so fort und nicht irgendwie komplett abzukacken. Ja, ja, es fühlt sich halt alles einfach sehr schwer an. Ja. Du bist einfach erschöpft von allem. Ja. Schon krass. Ja. Also ja. Einfach, wenn man sich so, wenn man mal überlegt, so dass man, dass der Körper einfach gerade sagt, sorry, bye. Lass mal, lass mich mal kurz machen. Ja. Das stimmt. So, und der Kopf will eigentlich mehr, aber er kann nicht. Ja. Also er hat gar keine Kontrolle mehr über den Körper so. Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja, und dann ist man auch so, weil es ja öfters auch ohne wirklich einen Grund, oder man denkt sich dann so, ja, warum? So, ist doch alles okay, so stell dich nicht so an, aber es bringt halt überhaupt nichts. Ja. So, du ärgerst dich dann halt nur darüber, dass du dich so fühlst. Toll. Aber, ja. Und du hast leichte Depressionen gehabt. Ich glaube, ich würde sagen, ich hatte schon leichte Depressionen. Ich glaube, das war während dem Studium einmal. Mhm. Als Corona so angefangen hat. Und die Prüfung, also ich hatte das Gefühl, ich habe einfach keinen, ich kann mich gar nicht richtig ausleben. Und man hat es auch in meinen Liedern gehört, so, die ich immer geschrieben habe. Irgendwann ging es einfach gar nicht mehr und ich wollte nur noch schlafen. Ich wollte mich mit niemandem mehr treffen. Ich habe immer Sachen kurzfristig abgesagt. Auch wenn ich danach gemerkt habe, oh, mir geht's doch gut. Aber so, es war viel zu schwer, irgendwie rauszugehen und irgendwie mir die Mühe zu machen, zu der Person zu gehen oder so. Und dann war ich immer so, ja, sorry, ey, ich kann gerade nicht, das geht nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe auch immer irgendwie Ausreden gefunden, so, yo, ich muss lernen. Und ich glaube, das war meistens meine Ausrede, weil ich halt immer lernen musste, die ganze Zeit. Und ja, irgendwie war mir es einfach zu anstrengend. Ja, Corona halt, ne? Mhm. Ja, und da war ich auch nicht mehr so, dass ich habe mich noch nicht mal getraut, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Das war irgendwie neu für mich, weil ich normalerweise ein Mensch bin, der voll easy peasy so mich mit Leuten eigentlich versteht. Aber ich glaube, da habe ich so herausgefunden, okay, ich glaube, gerade geht es mir nicht so. Und ich glaube, bei mir ist auch immer abhängig, so vom Wetter natürlich auch. Und Wintersemester ist eh immer am anstrengendsten. Ja. Auch in Gießen generell, weil du hast zwar Sachen zu tun in Gießen, so, die auch schön sein können, aber yo, Gießen war jetzt im Winter so richtig grau und ekelhaft. Und wenn man sich das vorstellt, dass es die letzten Jahre halt auch so war und dann noch plus Corona und noch die ganzen Regelungen, die noch existiert haben davor und man versucht hat, sich mit Freunden zu treffen und manche Sachen einfach illegal waren. Nur, also, keine Ahnung, um ein soziales Leben zu haben. Ja. Ja. Ich glaube schon, dass ich so eine leichte Depression hatte. Ich habe, glaube ich, wollte das nicht so eingestehen, aber ich habe schon gemerkt, dass es mir einfach nicht gut ging. Ja. So, und ich glaube, jeder um mir hat es auch gemerkt. Und hat aber, also, ich hatte, viele haben irgendwie mir auch nicht irgendwie ernsthaft so gesagt, so, yo, brich dein Studium ab, ja. Also ich glaube, in irgendeinem Punkt hätte ich das akzeptiert, aber ich glaube, davor wäre ich zu stolz gewesen und hätte gesagt, so, yo, was willst du eigentlich? Aber ich glaube, wenn mir mehr Leute das gesagt hätten, hätte ich schneller mein Studium abgebrochen, als dass ich 2 Jahre das durchgemacht hätte. Aber ist auch ein mutiger Schritt. Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger ist. Es war ja auch nicht freiwillig. Ich habe ja eigentlich verkackt in der Drittprüfung. Okay. Ja. Aber das war auch nochmal eine Situation, die ich jetzt einfach vergessen werde. Ja. genau, aber ja, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall viel besser mit dem Studium, das ich jetzt mache. Und so langsam
kommt wieder mein altes Ich zurück. Also ich habe schon gemerkt, ich habe immer noch dieses Angstgefühl manchmal oder, oh, ja, ey. Doch, ich glaube, ich hatte sogar öfters Phasen mit so leichte Depressionen. Aber ja, darüber können wir mal irgendwann ausreden. jetzt kommt so langsam mein altes Ich wieder zurück, dass ich einfach mehr auf Leute zugehe und einfach going out of my way. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Komfortzone. Ja, genau, Komfortzone, aus der Komfortzone raus, aus meiner Bubble so rausgehen. Was soll ich sagen? Ich will noch was sagen. Ich glaube, die Sachen, die bleiben, sind halt dieses Überdenken. Ich glaube, früher habe ich nicht so viel überdacht. Mhm. Genau. Überdenkt. Überdacht wie heute. Mhm. Ich glaube auch so. Ey, ich hatte auch früher echt Panikattacken so im Medizinstudium. Mhm. Das war aber auch nach so einer gewissen Krankheitsphase, die ich mal hatte. Mhm. Aber ich glaube, so Angstsachen habe ich immer noch, wo meine Hände einfach schwitzig werden und so, wo ich mich nicht mehr selbstbewusst fühle und so. Aber die fallen jetzt immer mehr in den Hintergrund, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja, krass. Okay. Genau. Ja. Ich würde das jetzt mal als leichte Depression kennzeichnen, aber ich weiß nicht, was andere. Also ich war auch nie bei der Therapie oder so, weil ich war schon zu stolz. Ich glaube, jetzt würde ich das schon eher in Angriff nehmen, weil ich darin, ich glaube, ich habe früher einfach darin so voll das, also für mich war das Bild so, wenn man zur Therapie geht, jo, hat man richtige Probleme, Bro. Mhm. Aber jetzt ist es halt einfach nur so, man lernt einfach sich selbst kennen, so, und man lernt einfach damit, sich selbst zu verstehen, so. Aber ich finde das Konzept von Therapie ist echt geil. Ich vertraue nur den Leuten. Ich glaube, ich vertraue Freunden dann viel mehr. Mhm. Oder ich finde es dann viel geiler, wenn ich bei Freunden mal raushauen kann. Mhm. Und dann irgendwie dadurch, indem sie mich dann Sachen fragen, halt selbst irgendwie auf die Lösung kommen. Mhm. Also das finde ich viel angenehmer, als irgendwie mit jemandem zu reden, die oder der das als seinen Job macht und dafür Geld bekommt. Also irgendwie, klar, ist cool, aber ist für mich irgendwie auch nicht so, ich kann mich, glaube ich, dann auch nicht so emotional da hinein investieren und will dann auch gar nicht irgendwie. Ja. I don't know. Ja. Wie? Also ich finde Therapie gut. Ich fange auch jetzt wieder eine an. Mhm. Von der Uni oder? Ja, das gibt's hier. Wie heißt das? Horst-Eberhardt-Haus oder so? Da hat man dann da so random Therapeuten und dann hast du halt ein paar Sessions und dann am Ende sagt er dir oder sie dir, ob du eine Therapie brauchen könntest, was für eine. Ja. Und dann kriegst du halt ein paar Adressen und so. Dann kannst du dich darum kümmern. Okay. Und ich finde es halt einfach gut, weil oft dann dir so Zusammenhänge aufgezeigt werden. Mhm. Also keine Ahnung, das halt schon immer du irgendwie so und so handelst oder so und so denkst und dass es daher kommt oder wie auch immer. Und das finde ich halt auf jeden Fall einfach spannend und dann verstehst du dich halt besser, wie du ja auch gesagt hast. So. Mhm. Und für mich hat es auch den Vorteil, dass ich dann halt irgendwie von einer neutralen Person so die Sicht kriege, so habe ich jetzt richtig gehandelt oder übertreibe ich gerade in meinen Gedanken? Kann ich meinen Gedanken vertrauen oder nicht? Ja, das ist auf jeden Fall sehr angenehm, so ein kleiner Reality-Check. Voll. Also es können natürlich auch Freunde dir geben, aber nicht so. Ich finde, bei den Therapeuten vertraut man dann noch mehr drauf, weil denen juckt es ja nicht. Also der ist ja nicht auf deiner Seite. Der hat einen Abstand. Ja. So, wenn der dir sagt, so das war, du reagierst gerade über, das macht er vielleicht eher als ein Freund. Mhm. Der dir vielleicht eher sagt, so nein, ist schon gut, so. Ja. Ja, true. Deswegen, ich finde das schon gut. Ja, und du kannst dich halt einfach eine Stunde lang auskotzen, ohne dass du irgendwie gucken musst, so belaste ich gerade die Person. Aber denkst du, dass Therapeuten davon belastet werden? Oder denkst du, die haben einen gewissen Abstand? Ja, es gibt ja dieses, ich glaube, es ist schon ein Gesetz, dass Therapeuten auch zur Therapie müssen. Ja. Also, ja. Damit sie sich eben nicht damit belasten. Ja. Ja. Okay. Also ich glaube, es gibt schon Momente, also eine Freundin hat mir das auch erzählt, dass dann, sie hat dann sehr viel geweint bei der Therapie und dann hat ihre Therapeutin auch ein bisschen geweint. Ja, ja. Also
das sind ja auch nur Menschen. Ja, so. Voll. Klar. Denen geht es dann vielleicht auch mal nahe. Ja. Ja, oder manche haben vielleicht auch ein bisschen, also ich hatte das jetzt mit meinem, dass er so ein bisschen zu viel Mitleid hatte, das hat mir nicht gefallen. Oh, fuck. Das hat dir nicht gefallen. So. Ich brauchte eher so, so professionelle Neutralität. Leonie, es tut mir so leid für dich. Ja, also, wirklich. Oh mein Gott. Keiner hat halt so gesagt, oh ja, das ist ja schon hart ja. und schwierig. Ja. Und, nee. Aber vielleicht wollte er einfach Menschlichkeit ja, zu... Ja, das ist ja auch nett, aber... nicht für dich. Es war auch sehr awkward in der ersten Therapiesession. Also es war direkt schon, dass er am Ende gesagt hat, ja, sie brauchen eine oder sie können eine gebraucht. Da habe ich mir so, ja, geil. Geil, ja. Das ging schnell. Und kannst zu mir kommen. ja. Und dann hat er irgendwie auch, weil bei mir ist jetzt so immer dieses Ding, dass ich mich nicht wertvoll genug fühle. Mhm. Das zieht sich so durch. Mhm. Und dass ich dann irgendwie Sachen nicht verdiene oder dann so Glück habe, dass sie mir gerade passieren und ich muss aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache und so. Ich hatte immer so viel Druck. Mhm. Und dann hat sie mir gesagt, ja, aber sie sind wertvoll. Ja. Und dann war ich so, ja, danke. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich bin so überfordert. Und du hättest so sagen, stell dich mal, er sagt so, ja, sie sind wertvoll. Und du so, awkward. ja, ja. Ja, aber, also ist ja eigentlich ziemlich cool so. Ja, das war, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, ich müsste eigentlich mal Therapeuten interviewen. Das wäre echt interessant. Mhm. Dann würden die mich on the spot wahrscheinlich die ganze Zeit durch die ganze Episode so. Problem. Ich hoffe nicht. Ich mache sich dann ein paar Notizen. Ist so. Ist immer angenehm, wenn du merkst, oh, der schreibt jetzt wieder auf. Hey, ciao. Da ist irgendwas. Dann denke ich mir so, scheiße. Nein. Aber okay. Ja. Ja. Also ich bin auf jeden Fall pro Therapie. Ich finde, jeder sollte es machen. Ja, ich glaube auch. Ich finde das so geil, ja. Wirklich. Ja. Also, aber das, ich glaube, das Problem ist halt auch irgendwie, weil es halt auch Geld kostet. Es kostet kein Geld. Echt? Ja, du bist ja, also wenn du versichert bist, wovon ich ausgehe, ja. Dann kostet das gar nichts. Okay, das wusste ich nicht, weil ich habe gedacht, die Krankenkasse übernimmt nur einen Teil oder irgendwie so. Also du musst es halt, du musst eine Therapie bewilligt bekommen, dann bezahlen die alles, aber das ist auch nicht so schwierig. Mhm. Also ich denke, die meisten Menschen kriegen das so, weil alle Menschen irgendwelche Probleme haben. So. Ja. Ja. Also an sich kein großes Problem. Es kann natürlich sein, dass du Wartezeit hast und gerade nicht so viel frei ist. Das kann immer sein, aber... Ja, entspannt. Und ich fand halt auch dieses Konzept cool von diesem Haus, dass man da einfach hingehen kann, du erzählst dir alles so und dann sagen die dir, was bei dir nicht stimmt. Ja. Nice. Weil ich hatte halt in der letzten Zeit das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist, alles so. Mhm. Und davor hatte ich schon das Gefühl, dass ich die Kontrolle habe und alles so okay ist. Mhm. Und jetzt sage ich so, ja, vielleicht doch nicht. Mhm. Und dann, ja, gucke ich mal, was der sagt. Ja. Ja. Hm. Mhm. Ich wollte eigentlich von emotionaler Abhängigkeit reden, aber ich habe das Gefühl, das passt gerade einfach nicht rein. Also, ich finde, ja, nee. Ja. Lassen wir es raus. Das ist fein. Cool. Das ist schon anstrengend. Es ist anstrengend. Ja. Ich wollte nämlich sowas fragen wie, was ist emotionale Abhängigkeit für dich? Mhm. Ja, doch. Ich frage nur die Frage, weil generell das Thema emotionale Abhängigkeit ist halt so ein breites Thema, dass man sich so denkt, so fuck, ich werde davon jetzt schon exhausted. Ja. Ja. Was ist denn emotionale Abhängigkeit für dich? Also für mich ist das so ein bisschen, dass meine Gefühle, dass meine Stimmung von einer anderen Person abhängig ist, das ist ja erstmal so klar. ja, und halt einfach, dass man das Gefühl hat, ohne die Person kriege ich das nicht hin. Das Leben oder irgendwelche Herausforderungen. Ja, weil das gibt einem halt so Sicherheit, diese Person oder der Ort oder kann ja alles Mögliche sein, bevor man abhängig ist. Ja. Ja, und wenn man da so raus ist und alleine ist, dann denkt man so, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich so? Ich bin irgendwie sehr überfordert. Ja. Aber das kriegt man schon irgendwie hin. Ja. Man muss einfach, glaube ich, dann wieder alleine Sachen machen, ohne seine Security Blanket. Und dann wird es schon irgendwie. Ja. Was gibt dir denn zurzeit Sicherheit? Ja, schon. Ich glaube, das kann ich nicht sagen. Ich fand es gerade voll lustig, du hast so angefangen. Ja, schon, nein, warte schon, das kann ich nicht sagen. Dann habe ich gemerkt, wir nehmen hier auf. Ich glaube nicht. Ja, alles gut, alles gut. okay.
Aber du hast etwas, das dir Sicherheit gibt. Ja, okay, schon auf jeden Fall. Und ja, ich finde es einfach schwierig. Für mich, ich habe dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also, weil gerade ist so dieses Ding, ja, ich muss weniger abhängig werden, also weniger Zeit mit der Person verbringen. Mhm. Aber ich kriege das nicht so gut hin, weil ich dann sofort denke, wenn wir weniger Zeit verbringen, dass die Person mich weniger mag. Hm. Oder dass ich irgendwas gemacht habe und es jetzt irgendwie blöd ist und so. Hm. Und ja, dann ist es schwierig. Hm. Ja, mhm. Schon. Okay. Mhm. Okay. Also das habe ich noch nicht so raus, aber es ist auch erst, ist ja noch frisch. Ja, voll. Es wird alles gut. Voll. Oh mein Gott. Wie ist es bei dir? Was emotionale Abhängigkeit für mich ist? Mhm. Boah. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht so richtig, weil ich habe das Gefühl, ich bin schon emotional abhängig, aber jetzt nicht so weit, dass ich abhängig bin, so von wegen, ich kann ohne diese Person nicht leben, klar. Mhm. Oder generell ohne Personen oder ohne Freundschaften oder so. Ja. Also es ist ja noch nicht mal, wenn man jetzt irgendwie jemanden mag oder so, sondern es hat ja auch was, in der Familie kann es ja auch vorkommen, ja, und mit Freunden und so. Ich glaube, wenn ich jetzt über Freundschaften rede oder Familie, ich glaube noch nicht mal, dass, also ich glaube, früher hatte ich das Gefühl so, dass ich, war ich emotional ab? Ich glaube, manche Freundschaften haben mir früher von der 5. bis zur 10. vielleicht das Gefühl gegeben, so, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht weiß, was abgeht, dann, oh mein Gott, ja, oder so. Aber ich hatte nie dieses starke, so, scheiße, Mann, was bin ich ohne Freund, ohne die Person. Ich glaube, mir war schon klar, so, ja, ich kann auch ohne die Freundschaft leben, aber diesen Gedanken erst zusammenzufassen, also diesen Gedanken zu fassen, diesen Gedanken zu haben und zu sagen, ja, so, yo, diese Freundschaft brauche ich nicht, ist auch erstmal voll schwer, glaube ich. Ja, und ich glaube, bei manchen Freundschaften habe ich das dann irgendwie unbewusst gemacht, dass ich mich dann halt immer mehr entfernt habe von den Leuten. Mhm. Oder man hat sich einfach auseinandergelebt oder so. Ja, ich glaube schon, dass es definitiv damit was zu tun hat, dass man halt irgendwie ständig bei der Person sein will oder noch nicht, also ständig bei der Person, aber halt im toxischen Sinne. So, man will wissen, was sie macht, man will wissen, wo sie hingeht, man will alles wissen, man ist so richtig man will halt einfach die Kontrolle über die Person und gibt dieser Person gar nicht so die Möglichkeit zu atmen. So, man erdrückt die Person. Das ist für mich diese emotionale Abhängigkeit, dass man halt auch, also man merkt auch noch nicht mal, dass man selbst sich, also gegen sich selbst irgendwie toxisch ist, sondern denkt, es ist so voll normal und ist auch voll normal, dass die Person dann auch, zum Beispiel ein Beispiel, man versucht, dass die Person halt immer bei einem bleibt, indem man dann so sagt, oh, ich bin jetzt gerade traurig. Also, weißt du, wie ich meine? Also, von wegen, wenn die Person sagt, ja, okay, ich muss jetzt gehen, ich habe noch was anderes vor, dass man dann sagt, oh, mir geht's so schlecht. Und dann fühlt die Person sich verantwortlich für dich. Und dann, also das ist ja auch diese Manipulation und so. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, das ist dieses emotionale Abhängigkeit. Aber bei mir würde ich jetzt, für mich ist emotionale Abhängigkeit gerade einfach die Kontrolle über mich selbst zu verlieren. So, das ist gerade bei mir und das nervt mich so ein bisschen. Also, das nervt mich hart, weil ich bin schon, würde ich sagen, ein selbstbewusster Mensch, in manchen Bereichen vielleicht nicht so sehr, wie ich sein will, aber in den meisten Bereichen, glaube ich. Aber wenn ich keine Kontrolle habe über mich selbst, oder über meine Gedanken oder über mein, also nicht mein Handeln. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein ganzes Handeln einnimmt, aber dass ich mich viel zu sehr dann anpasse oder so. Mhm. Das ist für mich emotionale
Abhängigkeit. Ja. Und das ist scheiße. Ja, ich hatte das auch mit einer Freundin, dass sie so gesagt haben, ja, also wir dachten eigentlich von uns selbst, wir sind so strong, independent und so. Und dann kommen halt so Typen und wir sind so, ja, alles überhaupt gar nicht so. Es war alles nur fake, mhm. Du hast jetzt eingewählt und jetzt ist einfach... Pokerface. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Aber... Ja. Ja, genau. Das zur emotionalen Abhängigkeit. Ansonsten, hast du irgendwelche Fragen? Oder hast du irgendwelche Gedanken, Ansätze? Ich habe eine Frage auf jeden Fall vorbereitet. Ja. Weil ich bin ja, ne? Geil. Vorbereitet. Ja, genau. Okay. und zwar, was war das Beste, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Also in der Erziehung. Mein Name. Entschuldigung, nein, schon. Ich glaube, viele Leute werden jetzt ein Gesicht ziehen, so, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Weil ich mache es zurzeit echt häufig, dass ich einfach sage, so, yo, ich bin so unique. Jedenfalls. Also alle Menschen, denen ich dich vorgestellt oder so, die waren auch so, ist das ihr Name? Oder ist es nur ein Künstlername, jedes Mal. Ja. Das war sogar bei einem Praktikum so, da wussten die nicht, ob das einfach ein Fake-Account ist oder nicht. Ernsthaft, das war echt erbärmlich. Ja, das Beste, was meine Eltern mir mitgegeben haben, also mein Papa hat in frühen Jahren uns aufgeklärt über Sex. Mhm. Also mit dem Alter von 5, 7, 6. Ja. Ja. Und hat uns auch, also, weil in Amerika ist es ja halt schon ziemlich so krass, das ganze Zeug. Mhm. Und halt auch generell so, hier bekommt man ja nicht wirklich mit, wenn Kinder auch entführt werden oder so, finde ich. Es existiert natürlich, aber man kommt es nicht so mit. In Amerika ist es natürlich irgendwie viel stärker vorhanden. Mhm. Aber er hat uns auf verschiedene Themen immer sehr früh vorbereitet und mit uns darüber schon sehr geredet und zur Seite genommen. Und das fand ich immer gut, dass er uns zwar immer noch wie Kinder behandelt hat, aber uns trotzdem Wahrheiten mitgegeben hat, damit wir halt einfach wissen für uns, okay, steig nicht in ein Auto einfach so rein. Mhm. Oder ja, in manchen Situationen handle einfach, versuch einfach, die Welt ein bisschen zu überleben, so. Oder, ja, keine Ahnung. So, über Rassismus habe ich jetzt nicht wirklich so das Gefühl, dass er viel geredet hat. Klar, das gab's auch, aber darüber hat er noch nicht so, ich glaube, später hätte er mit uns darüber geredet, aber er hat eher so versucht, dass wir, wenn wir alleine mit dem Bus fahren zur Schule, weil das nicht so, also es ist natürlich nicht so gewöhnlich, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Amerika alleine als kleines Kind mit dem Alter von 10 oder so, 5, 6, ja, hier in Deutschland ist es ja sau normal, dass man da die Leute einfach gehen lässt. Mhm. Und da hat er uns schon ziemlich früh aufgeklärt, immer über viele Sachen. Mhm. Und auch dazu so Sachen wie, ja, trag keine hohen Schuhe, das hat er zu mir gesagt, trag keine hohen Schuhe, weil sonst kannst du nicht rennen und knickst um. Ja. Und kannst nicht vor irgendwelchen Leuten wegrennen. Oder alles, was an deinem Körper ist, ist eine Weppe, Alter. Ist eine Waffe. Mhm. Ja, Denglisch. Das ist auf jeden Fall so eine Sache von meinem Papa. Mhm. Und ja, ich glaube, von meiner Mutter lerne ich viele verschiedene Sachen. Also, sie ist ein kreativer Kopf. Manchmal, sorry Mama, ein bisschen verpeilt. Aber das gehört dazu. Das gehört zum Leben, glaube ich. Das ist jeder mal. Aber dass man halt in dieser leichten Verpeiltheit trotzdem irgendwie eine Flexibilität hat, dass man trotzdem alles irgendwie geregelt bekommt. Mhm. Und dass man sich nicht zu schnell stresst, weil ich bin halt dann so geworden, dass ich mich halt in jeder Kleinigkeit schon stresse. Also mich viel zu schnell stresse oder viel zu schnell handle. Also jetzt auch zum Beispiel, als ich diesen Schimmel entdeckt habe in meinem Zimmer, da war es für mich gegessen. Da war ich dann so, ja, ey, sorry, nee, ich zieh um. Ja. Ich habe mich an dem Tag direkt entschieden, ich zieh um, ciao. Verständlich. No, never. Und ich habe mich so sehr damit
gestresst, dass ich WG finde und bla bla bla. Innerhalb von 2-3 Wochen, ne? Was halt sau schnell ist, wo Leute sich so denken, so, ja, nee, komm, ist jetzt Schimmel, es wird beseitigt, ich wohne jetzt hier noch ein bisschen, ich suche mir dann nebenbei, ich kündige artgerecht. Nee, bei mir war es einfach so, ich mach das, ich kündige jetzt und bla bla bla. Juckt mich nicht. Und ich glaube... Aber same, wirklich. Ja. Ich glaube, dass ich mich in manchen Bereichen viel zu weit denke, also viel zu schnell, viel zu weit, viel zu unüberlegt denke. Mhm. Und das ist einfach, ja, also, ja, das ist einfach unnötig manchmal. Also manchmal ist, ich glaube, dass ich das auch, manchmal denke ich für Menschen so weit nach, dass ich mir dann, dass für mich dann die Situation eigentlich schon gegessen ist. Mhm, und dass aber eigentlich die Situation null gegessen ist und du hast einfach einen inneren Dialog mit dieser Person und dann denkst du so, okay, ja gut, aber du hast nie diesen Dialog angefangen in real life. So. Und dann denkst du so, ja, lol. Und ich glaube, dass diese Flexibilität oder diese also ich weiß, würde jetzt sagen, meine Mutter hat schon eine innere Ruhe zum Teil. Aber ich weiß auch nicht. Also, sie überrascht mich immer wieder in vielen Situationen, wo ich mir so denke, so, boah, ist jetzt vorbei. Also, keine Ahnung, es ist jetzt einfach viel zu viel. Ja, und sonst, was ich zurzeit auch was sehr schätze, meine Mutter in Stresssituationen oder in Situationen, die sehr ernst sind, macht sie halt viele Witze, die vieles erleichtern. Mhm. Also sie ist auch sensibel, aber manchmal lässt sie diese Sensibilität nicht so ganz zu, sondern versucht halt eher so die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. Mhm. So, das schätze ich auch sehr. Aber ich finde, wenn ich das übernehme, ist es manchmal an der zur falschen Zeit. Also manchmal muss dann diese Ernsthaftigkeit trotzdem da sein. Und ich merke, dass ich das manchmal nicht schaffe. Also ich bin zwar auch ein ernster Mensch, aber manchmal passen manche Sachen nicht, die ich mache in ernsten Situationen, wo ich mir so denke, hey, ist doch voll normal. Und eigentlich ist es nicht normal. So, keine Ahnung. Mhm. Ja, bei dir? Ja, ich würde sagen, dass wir halt von klein auf, war schon klar, dass man irgendwie so über Gefühle reden kann, über Emotionen, auch über Sex und so, also über alle Themen. Da gab es halt nie so Tabuthemen. Und ja, halt auch viel so über psychisches Zeug einfach, was in meiner Familie irgendwie drin ist. Und ich fand es auch gut, dass mein Dad hat dann auch, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 5, 6, hat dann auch vor uns mal geweint. Ja. Und das fand ich schon gut. Oh, das erste Mal, als mein Papa geweint hat, das war wirklich so, als ich 10 war. Und das war halt, als er im Krankenhaus lag, so. Und das war halt für mich so, scheiße, es ist ernst. Ja, ja. Aber ja, ja. Erzähl. Ja, und das finde ich einfach gut, dass ich jetzt halt das auch kann, so über Emotionen reden, ohne dass ich mir, weiß ich nicht, komisch vorkomme oder so. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Ja, aber in manchen Themen musste ich sie dann auch aufklären. Also sind auch ein bisschen Vorurteile und so. Zum Beispiel? Ich glaube, also als ich mich so ein bisschen geoutet habe, das war jetzt nicht so krass, aber da habe ich so ein bisschen, und ich bin dann auch nach dem Abi, ich habe ja 2020 Abi gemacht bei Corona. Das heißt, ich hatte dann ein bisschen Zeit und dann habe ich halt über Feminismus und so Bücher gelesen und da musste ich sie auch ein bisschen aufklären, weil sie jetzt halt schon dachten, so, ja, ist ja eigentlich alles gut in der Welt, weil bei denen halt alles ganz gut läuft, aber ja, war eigentlich ganz gut. Ja. Würdest du sagen, du bist aufgeklärt oder würdest du sagen, du musst immer noch weiter... In Bezug auf Sex oder alles Mögliche. Leben? Also, ja, sagen wir mal Leben. Schon eher, würde ich sagen. Mhm. Aufgeklärt. Mhm. Ja. Also, ich meine, bei vielen Sachen weiß ich halt nur theoretisch. Oder wusste ich lange nur theoretisch. Ja. Und dann, wenn es dann wirklich passiert, bist du so, okay, ist doch ganz anders, wie ich dachte. Ja, ja. So, natürlich, aber ja, an sich schon. Ich denke schon. Ja. Ich wollte noch fragen, bist du ein emotionaler Mensch, aber ja. Obviously. Ja, voll. Ja, irgendwie. Das, ja. Schon. Ja. Obviously. What the fuck, unique?
Ich meine, vor dir habe ich noch nicht geheult, aber... Ja, ist okay. Das Ding ist, ich heule... Ich bin halt so... Wenn ich heule, dann heule ich gerne alleine. Mhm. Also es ist wirklich, also eigentlich ist es wirklich selten, dass man mich heulen sieht, weil ich das nicht so zulasse. Mhm. Und wenn ich emotional werde, versuche ich das so hart wie möglich zu verstecken. Man sieht zwar dann Pipi in meinen Augen, aber ich versuche das trotzdem so sehr wieder einzusaugen ins also, das ist halt irgendwie, ich will es einfach nicht zulassen. Und es ist in den letzten Monaten einfach so oft passiert, dass ich... Dass so Gespräche hatten und dann fragen die so eine bestimmte Frage und ich denke mir so, halt die Fresse! Nein! Und aber zurzeit bin ich, glaube ich, eh einfach emotionaler. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach emotionaler. Aber ich finde das krass. Das ist, also bei vielen Menschen ist es ja so, dass sie alleine weinen wollen oder lieber gar nicht weinen. Ja, ich finde es wirklich krass. Aber ich, also das Ding ist so, ich finde es gut, das jetzt einfach zuzulassen. Und mein Bruder, aber also mein Bruder ist eher so der emotionale Mensch, dass er einfach einen Fick drauf gibt, wer zuguckt oder wer einfach da ist, sondern einfach weint, wenn er weinen will. Ja. Das finde ich mega gut. Und er meinte auch zu mir so, yo, Shoutout an Abel. wenn du weinen willst, heul einfach, Mann. Ist doch voll egal, wer dir zuguckt, solange es dir gut besser geht, wenn du geheult hast, so. Also keine Ahnung. Und klar, verstehe ich voll, aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich belaste die andere Person. Oder meistens ist es ja so, dass die andere Person dann auch nicht weiß, wie sie damit umgehen soll oder so. Ja. Und eine Freundin von mir, die ist echt gut damit umgegangen. Wir saßen in der Mensa und dann haben wir halt über was geredet und dann habe ich halt angefangen einfach, ich wurde so richtig emotional. Und was ich halt mache ist, wenn ich emotional werde, meine Augen, die sind eigentlich voller Tränen, also die sind eigentlich nass. Ja. So ja. Pipi, so... Einfach Stürme gehen da ab. Und, aber mein Grinsen ist da. Oh mein Gott. Das muss sehr creepy aussehen. Das sieht so creepy aus. Das sieht so krank aus. Und ich bin dann so, yo, ich fang gleich an zu heulen. Aber einfach, bear with me. So. Also, und dann bin ich immer noch am Grinsen. Und irgendwann diese ganze Fassade von meinem Grinsen, so bis meine Muskeln sich erhöhen. Oh mein Gott. Ja. Bis sie sich relaxed haben, ist es so, und dann kommen die Tränen, dann ist so, und irgendwann kommt dann das Ganze und dann ist mein Gesicht einfach nur so, und das habe ich irgendwie häufig und manchmal ist es aber so, manchmal bin ich so voll der ugly crier und manchmal ist es so, einfach die Tränen kommen einfach und ich kann weiterreden. Manchmal ist es aber auch so, meine Stimme fängt an, so, wenn die Stimme kommt, dann ciao und dann ist es vorbei. Aber ja, nee, ich habe dann immer das Gefühl, ich belaste die Leute oder und wenn ich emotional werde und eigentlich, also ja, ich weiß auch nicht, dann versuche ich das so hart zu unterdrücken, weil versuche ich ganz schnell das Thema zu wechseln oder irgendwie so. Also einfach nur, weil ich nicht will, dass die Person jetzt gerade sich mit mir befasst. Mhm. Also ich glaube, auch wenn ich ein offener Mensch bin, das ist so ein Thema, wo ich nicht will, dass die Person näher da ist. Und die Freundin, noch kurz zurück, die kam dann zu mir, saß sich neben mich und hat einfach angefangen, so meinen Rücken zu streicheln. Und das fand ich einfach mega schön. Und die hat auch nichts gesagt, sondern sie war einfach nur da. Ja. Und auch nur dieses Dasein und einfach körperlicher Kontakt, finde ich, ist das Beste, als zu sagen, oh, unique. Oder auf jeden also, Fall. Ja. Oh, ich kann das gar nicht, wenn jemand sagt so, wenn jemand mich fragt so, oh, wie geht's dir? Plötzlich kommt alles und die dann so sagen, oh, unique, nein. Und dann kommen die, dann streichen die meinen Rücken und sagen so, ach komm, das wird schon, nein, sei leise, lass mich kurz mal mich selbst wieder in Kontrolle haben, damit ich mit der ganzen Situation einfach, es hat ja, meistens ist ja Heulen auch nicht unbedingt, dass man irgendwie traurig ist, sondern es ist auch, dass man meistens, wenn ich wütend bin, dann ist es so, dass ich meistens anfange zu heulen, weil ich nicht will, dass ich komplett eskaliere, weil ich genau weiß, dass wenn ich es wirklich zulassen würde, also meine Wut zulassen würde, dass Sachen passieren könnten, die nicht geil sind. Ja. Also das, deswegen finde ich es eher besser, das dann in Heulen umzuwandeln. Ja. Und so weiter und so fort. So, ich weiß gerade nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Emotionalität. Ja. Genau. Sorry. Aber ich finde es auch gut, wenn man als die Person, die dann weint, wenn man der anderen Person sagt, so, was man jetzt gerne hätte. Das finde ich mega schwierig. Also ich weiß dann selbst nicht, weil ich... Okay, ich bin dann immer so selbst überfordert so ein bisschen und denke mir so, scheiße, ich will nicht heulen, weil die Person denkt dann... Also da denke ich dann wieder in dieses alte Denken, so von wegen, scheiße,
was denkt die Person jetzt? Also es sollte mich ja eigentlich nicht jucken, weil es ist ja einfach nur, also die Person, die liebt mich ja so oder so. Ja. Auch wenn ich heule. Also es juckt ja eigentlich nicht, aber man macht sich trotzdem irgendwie so die Gedanken. Aber ich glaube, bei mir ist wirklich so körperlicher Kontakt, wenn man einfach, wenn man merkt, dass es mir einfach gerade nicht gut geht oder so, dass man halt einfach zeigt, dass man da ist. So. Ja. Und dann ist für mich auch irgendwie okay, die Situation ist okay, ich kann es zulassen. So. Ich glaube, das lerne ich jetzt gerade. Ich glaube, das fange ich jetzt gerade an, einfach so zu akzeptieren. Aber ich finde es, ich finde einfach emotional vor anderen Leuten zu sein. Ich will halt, also ich sehe es nicht mehr als, dass es eine Schwäche ist. Das ist schon vor Jahren gegessen. Aber ich sehe es trotzdem für mich als, fuck, ich bin nicht diese happy Person, die ich eigentlich zeige. Also, ja. Ja, aber ich glaube, ich bin dann eher wie dein Bruder. Dass mir das wirklich, also bei mir ist oft, dass ich dann in sozialen Situationen dann halt Panik kriege oder so und dann halt auch weine. Und dann gehe ich halt so zu meinen Personen und sage so, ja, umarmst du mich mal? Und dann stehen wir da halt mitten in der Crowd. Aber das ist mir wirklich ganz egal. Oder dass ich dann halt auch mich so zurückziehe, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zusammensitzt und was macht und dann brauche ich kurz einen Moment, das ist mir auch egal, ob die mich dann für unfreundlich oder so halten. Also ich weiß nicht, ob das, ob man das sollte, sich darüber Gedanken machen, aber ich mache es auf jeden Fall nicht, weil ich mir denke so, in dem Moment brauche ich das, dann mache ich das. Ja. Ja. Voll gut. Ja. Bist du auch so ein creepy Stalker, nicht Stalker, aber halt so eine Person, die in Bussen oder Zügen oder so, die Leute einfach manchmal anstarrt oder halt, wenn sie an dir vorbeilaufen, dir so denkst, so, was für eine Geschichte hat die Person mit sich oder so, ne? Okay. Ich glaube, das bist nur du. Gespräch beendet, ich gehe dann mal. Nee, ich glaube, das mache ich tatsächlich nicht. Also gut, ich schaue auch mal eine Person an, aber so richtig interessieren tue mich die nicht. Okay. Nee. Also auch nicht irgendwie, du wartest gerade auf den Zug oder auf den Bus und dann beschäftigst du dich halt so mit deiner Umgebung und denkst so, die Person sieht so und so aus, was hat sie für eine Geschichte? Und dann überlegst du dir so eine kleine Story oder so. Oder manchmal ist es auch so im Zug oder im Bus, wenn dich irgendjemand, wenn du merkst, dass dich jemand anstarrt und du schaust so hoch und die Person starrt dich immer noch an, dass es dann so ein, wie so ein Wettbewerbskampf ist. wer als längstes starren kann. Nee, also ich bin eher, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dass ich so gucke, so, ja, sind hier potenziell gefährliche Menschen. Oh, fuck. Irgendwelche Männer. Ja. Nee, sowas in der Art eher. Was mit Frauen? Hallo? Frauen können auch gefährlich sein. Ja, da bin ich halt voreingenommen. Ja, okay. Aber ich denke mir so, körperlich bin ich, ne, sind wir so ungefähr gleich stark eher. Geht schon. Und bei Männern? Ich gehe jetzt ins Gym. So, ich bin... Oh, voll. Ist so, She-Hulk. Ja. Ja. Aber spannend, dass du das machst. Sehr kreativ, dass wir den Geschichten ausdenken. Achso, ja. Ja. Ja, vielleicht auch creepy. Ich glaube, ich habe einmal eine Freundin in der Schule, wir sind zusammen irgendwie von der Schule weggefahren und dann war das aber im Bus und ich habe halt irgendjemand angestarrt und meine Freundin hat dann ganz laut gesagt, hör auf so zu starren, Unique, und ich war so, das ist eine super Frage. Ja! Lass dich doch einfach! Ja, keine Ahnung. Ja. Würdest du dir manchmal wünschen, Gedanken lesen zu können? Nee, ich glaube nicht. Warum? Weil wenn mich das wirklich interessiert, dann frage ich einfach. Ja. Ja. Und sonst wäre das, glaube ich, too much. Ja. Und ja, weiß ich nicht. Ich würde auch nicht unbedingt wollen, dass Leute meine Gedanken lesen können. Hm. Und dann denke ich mir so, Ist es manchmal so, dass dieser Gedanke so sehr hier vorne sitzt, dass du einfach machst? Also kennst du das, wenn du das denkst, dass du es eigentlich direkt, während du es gedacht hast, aussprichst? Ja, ja. Ja, okay. Ja. Ja. Das finde ich aber auch ganz okay. Ja, voll. Also habe ich jetzt kein Problem. Voll. Nee, voll, voll, voll. Finde ich ganz gut. Ja. Ja. Nee, ich habe das nur irgendwann mal bei mir gemerkt, dass bei mir das manchmal einfach so ist und dann ich so gedacht habe, so, hä, wie kommt's, dass ich mich das traue? Weil manche Sachen sind ja schon krass und dann sind auch die Leute verblüfft, so, aber dann ist es so, ja, es ist geregelt, so, also irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das aber auch ein Zeichen, dass man sich einfach sehr wohlfühlt in der Situation. Dass man nicht zurückhält, so. Dass man nicht so eine,
gesellschaftstauglich. Ja, ja, voll. So, was kann ich sagen, was nicht, mhm, was kann ich machen. Und das man einfach so macht. Ja. Hm. Ja. Findest du Stille unangenehm? Es kommt drauf an. Also bei manchen, wenn ich jetzt Menschen noch nicht so gut kenne, ja, dann habe ich schon manchmal den Druck, dass ich dann, oh mein Gott, ich muss jetzt was sagen. Mhm. Aber bei Freunden, ich so, ja, ist doch eigentlich ganz nett. Mhm. So. Mhm. Ja, ist okay. In einem Podcast weiß ich nicht. Ja, nee, das schneide ich auch raus. Aber nö, generell habe ich damit nicht so ein Problem. Okay. Ja. Hm. Und du? Nee, eigentlich habe ich damit kein Problem. Mhm. Ich mag ich mag eigentlich Stille unter Freunden. Mhm. Also, wenn es dann so aufkommt, so. Mhm. Manchmal fordere ich das auch so ein bisschen heraus, so dass, also ich merke dann so, dass die andere Person manchmal gibt es ja auch die Person, sie mögen zwar still, aber sie wollen reden. Ja. Und manche können es gar nicht ab und das merke ich dann bin ich einfach still, um zu schauen, okay, ich habe jetzt genug geredet, red du mal. Aber in manchen Situationen ist Stille manchmal ein bisschen zu viel. Mhm. Also, keine Ahnung. Es gibt da Beispiele, aber... Ja. Ja. Genau. Aber ich finde Stille eigentlich schon schön, weil es auch eine gewisse... Alter, was ist los mit mir? Ernsthaft? Es ist... Es gibt dann... Also, es zeigt einfach eine gewisse Sicherheit. Ja. Dass man halt auch sicher ist im Moment oder in der Freundschaft oder wie immer auch. Also, ich glaube, bei mir ist es meistens so, dass wenn ich wirklich still bin, entweder ich denke dann wirklich über was nach oder ich bin müde oder ich fühle mich einfach sicher und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt gerade was sagen muss. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Fühlst du dich gerade wohl? Ja. Ich fühle mich langsam ein bisschen emotional ausgesaugt. Okay, das ist gut zu wissen. Aber ist okay. Okay. Nee, ich finde es einfach nur krass, ja, so am Stück, ja, so krass zu reden, ja, und der anderen Person zuzuhören, voll, zu überlegen, ja, was sag ich jetzt dazu? Ja. Ja. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich laber zu viel. Also von wegen, also ich rede zu viel und ich will dich trotzdem zu Wort kommen lassen. Mhm. Ja. Aber ich hoffe, das ist so gut, wie es gerade ist. Gut. Okay. Also, ich finde auch, also zu zweit habe ich gar keine Probleme, so meinen Sprechanteil so zu haben. Okay. Aber in größeren Gruppen, da fällt es mir manchmal sehr schwierig. Mhm. Vor allem, wenn sehr extrovertierte Personen dabei sind, dann weiß ich nicht so, wann bin ich dran. Und dann muss ich eigentlich ja dann so reinkrätschen, aber es geht dann nicht. Voll. Und dann sage ich meistens gar nicht, dann höre ich aber nur zu und mir, ja, ja, okay. Ja. Ja, ich denke mir meine Antwort. Voll, nee, total, total. Das fühle ich. Ja. Auch wenn ich extrovertiert bin, fühle ich es trotzdem. Weil manchmal gibt es auch Leute, die extrovertierter als ich sind. Ja. Ist es dann so ein Battle? Wer ist extrovertierter oder geht es? Manchmal springt das rüber, also von wegen, das steckt manchmal mega an. Mhm. Und dann bin ich sogar noch extrovertierter als normal. Mhm. Also dann traue ich mich alles. So alles, also fast alles, nicht alles, aber das meiste. Ja. Und manchmal ist es so, dann kann ich mal relaxen. Dann bin ich mal die ruhige Person und beobachte. Ich beobachte dann viel. Das war zum Beispiel auch bei deinem Geburtstag so. Ja. Dass ich einfach dann gesagt habe, yo, ich chill jetzt, es juckt mich nicht. Und wie geht's dir jetzt? Gut, würde ich sagen. Ja. Okay. Eigentlich recht entspannt. Und fühle mich ganz gut mit mir selbst so. Mhm. Ist okay. Nice. Nice. Würdest du, wenn du weißt, es findet eine Party statt, die Person lädt dich aber kurz davor, einen Tag davor ein, würdest du trotzdem hingehen oder würdest du sagen, ja, wenn du es nicht schon vorher gemacht hast, warum machst du es jetzt? Ich finde es, also, weil ich würde mir so denken, so, wenn du mich schon nicht von Anfang an irgendwie eingeladen hast, dann lass ich sein, weil ich dann auch nicht das Gefühl habe, dass ich gerade da sein soll. So. Ja, also das verstehe ich auf jeden Fall, aber ich würde mir denken, wenn ich da wirklich hin möchte, dann gehe ich da auch hin. Dann ist mir das auch egal, ob das jetzt ein bisschen später kam oder ob die eine Person dann unbedingt will, dass ich da bin oder nicht. Mhm. Wenn ich da sein will, wenn ich auch das Gefühl habe, da sind Menschen, mit denen ich da Zeit verbringen will und so, dann würde ich da einfach hingehen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde zu fragen, aber vielleicht schon.
Also wenn jetzt keine Einladung käme, mhm, und ich würde da wirklich gerne hin, dann würde ich vielleicht wirklich fragen. Mhm. Ja. Auch wenn das vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein bisschen desperate, aber ich meine, die Person kann ja trotzdem Nein sagen. Ja, voll. Keine Ahnung. Ja. Dann zum Schluss, was bedeutet denn Liebe für dich? Liebe. Was für eine Liebe? Das ist die Frage. Was bedeutet Liebe für dich? Also, eigentlich ist es auch egal, welche, weil ich finde, da gibt's, also ich finde, das verschwimmt alles so ein bisschen. So, man kann freundschaftlich sehr lieben und dann, ob das dann irgendwann romantisch ist oder nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich finde es ein bisschen schwierig, jemanden zu lieben, ohne dass man die Person dann über sich stellt oder die Bedürfnisse der Person über seine eigenen. Voll. Ja, weil lieben einfach die Person so annehmen, wie sie ist, mhm, aber trotzdem auch die Fehler sehen können. Mhm. Also die rosa-rote Brille muss da nicht definitiv gehen. Definitiv. Ja, und einfach so dieses Geborgenheitsgefühl und wirklich sein können, wer man ist. Mhm. So. Und dass man so gemocht wird und so akzeptiert wird, dass man so gut ist. Mhm. Mhm. Ja. Nice. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ja. Ja, war sehr schön mit dir. Ich fand's auch sehr schön. Na dann, bis vielleicht zum nächsten Mal irgendwann mal. I don't know. Bye! Bye! Danke fürs Zuhören und schön, dass du mit dabei warst. Du findest UFF auf Spotify und YouTube. Fragen an die Gäste und mich kannst du auf Instagram stellen. Bock, Teil einer Folge zu sein? Meld dich! Bis herzlich willkommen! Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Bye! Bye.